der Typ ist auch nicht gerade harmloser. Schieß! Alter, 73% die Chance! Alter, Junge. Grievous. Was war das? Ah. Au. Shit. Shit. Naja, ich kümmere mich jetzt natürlich um den hier. Bei dem habe ich genauso hohe Chance zu treffen. Mir egal. Stirb, Bitch. Oh, Mann, Leute. Alter. Was für eine Windstärke. Es gibt hier in diesem Spiel keine Windstärke. Au. 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 Alter. Alter, Hans Jonathan bekommt gerade übelst die Fresse poliert. Hilfe, Maoji. Seid ihr alle zu dumm, um zu treffen? Das ist jetzt egal. Ich muss jetzt irgendwie mal mit Mr. Ja, wobei. Ich muss da bleiben. Komm schon. Du kannst das auch, Alter. Du kannst das auch. Ich meine, er ist nicht umsonst unser Nahkämpfer. Aber das hier ist echt lächerlich, weißt du, wenn Grievous da 2 Meter vor dem... Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Das ist ein Witz. Wiedergleichen. Oh, fuck. Wir kriegen gerade richtig die Fresse poliert, Alter. Und ich treffe im Scharfschützengewehr nicht, doch jetzt wenigstens... Deadfall ist gleich down. Deadfall ist ja auch schon einer von diesen besonderen Typen. Wenn ich den down habe, ist nämlich schon mal gut. Ja, dann scheiß mal gerade darauf. Jackhammer da. Alter. Ach, Gott sei Dank. Ey, scheiße, Mann. Wenn ich jetzt... Nein, 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 nein. Jetzt muss hier mal ein bisschen Teamwork zählen. Das kann Hans Jonathan gerade nicht unbedingt alleine stemmen. Los, hau ihr aufs Maul. Aber so richtig. Bam. Bam. Also, Hans Jonathan, wir müssen definitiv noch was an deinen Skills in dem Fall machen. Okay. Ich kümmere mich so lange mal um die Typen da. Weil die sind ja das geringste Problem, wirklich. Also, müsste ich nur gegen die kämpfen, wäre das alles kein Ding. Ah. Aber es ist auch gerade wirklich nur Hans Jonathan, der hier von allen Seiten drangsaliert wird. Naja, OG Loco hat gerade keine andere Wahl, als auf die Tussi zu schießen und nicht zu treffen. Glückstreffer... Wo hat er den Glückstreffer kritisch gehabt? Der hat nicht mal getroffen. Ich hab nix für Chirurg, also muss ich den. Ich muss ihn nochmal heilen. Ich muss mir unbedingt gleich neues Zeug für Grievous holen. Der geht mal hier nämlich in Deckung. Die Situation ist gerade etwas blöd. Wenn ich jetzt treffe, was ich natürlich nicht tue, dann hätte ich echt helfen können. Okay. Bam. Das ist ein Duell der Giganten hier gerade. Hans Jonathan gegen Jackhammer, das ist schon nicht ohne. Ui. Ey. 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 Gott sei Dank hat Hans Jonathan so viel Leben. Los, OG. Ja, geht doch. Und nochmal, ja. Hau ihr aufs Maul. Treffe ich dabei eigentlich auch Dings? Nee, ich hoffe nicht. So.
Grievous, du machst jetzt mal hier einen Hinterhalt für den anderen. Oder so. Okay, das war jetzt Hardcore. Ja, ich muss ja erst nachladen. Scheiße, stimmt ja. Jetzt hat der Typ da aber den Zorn von Mr. Doogie geweckt. Ich glaube, es hackt, Alter. Kriegst jetzt auf die Schnauze. Ja, OG ist, denke ich mal, mit dem Kampf soweit fertig. Der wird nicht mehr viel machen können. Er steckt sich jetzt nochmal hier hinter. Und ansonsten... Ja, je nach ist... Yeah, habt ihr gehört, der neue Pre-Sequel-Part ist oben. Unbedingt angucken. Hau mir auf Small Grievous! Yeah! Puh! Was für ein spannender Scheiß. Das war das Duell der Giganten zwischen Hans Jonathan und Jack Hammer. Alter, 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 der Kampf war nicht ohne, du. Wieder Scrap. Arbeitsstiefel, wieder Scrap und... Ja, wenigstens ein einfaches Erste-Hilfe-Set. Hat die Tussi nichts dabei gehabt? Doch, die ist getrennt von den anderen, okay. Was hat die... Ah! Ach, schau mal an, Schlaghandschuhe. Vielleicht kann das der Hans Jonathan gebrauchen. Gegengift. Ah, da haben wir ja mal was, was Grievous als Chirurg auch mal machen kann. So, okay. ...70% Treffer... Das sind genau die gleichen Dinge, oder? Ja. Toll, das sind genau die gleichen scheiß Handschuhe. Was bringt das? Aber schon mal geil, dass ich den Kampf hier geschafft habe, weil der ist... Ich habe ja bis hier zu dem Zeitpunkt schon mal gespielt und der Kampf war letztes Mal sehr viel schwerer. Oh, eine Sichel. Blöd, dass ich niemanden habe, der mit Klingenwaffen umgehen kann. Hier irgendwo war doch noch eine Kiste, oder irre ich mich da gerade? Nur eine Kiste? Ah, scheint so. Tatsache. Okay. Also, wie ich das sehe, haben wir Highpool jetzt soweit befreit. Lassen uns jetzt hier das Ding runter. Check. Und dann geht's rauf nach oben. Springt rein, wir bringen euch rauf. Also ich weiß nicht, wie soll ich den Typ vertonen. Ich weiß ja schon, wie der drauf ist. Das klang irgendwie zu positiv. Vielleicht so, ja, springt rein. Ja, genau, das ist gut. Sean Burgin. Ein grauhaariger Mann mit einem Ledermantel, der eindeutig vom Schussopfer zum Schutzopfer weitergegeben wurde und einen versifften T-Shirt mit dem Wort Security auf der Brust. Permanente Abscheu steht ihm im Gesicht, selbst wenn er lächelt. Ach, der redet sogar. McNamara. Good job. Wait a minute. You're not McNamara. Who the... Rangers? Rangers? I mean... Woohoo! Rangers! Our saviors! Well, I guess I gotta thank you for taking care of these clowns. Though you could have got here before they wrecked our irrigation system and killed our mayor. You gonna go finish them off now? Or are you just here for our radio tower like you told Mayor Vikström? Was ist mit dem Bürgermeister passiert? Ja, jetzt wird's nicht mehr vertont, was. Diese Abreißer konnten ihn nicht treffen. Könnten nicht treffen, auf was sie zielen, selbst wenn ihr Leben davon abhänge. Aber sie landeten gestern Nacht einen Glückstreffer und trafen Bürgermeister Vikström. Als sie auf mich zielten, hat ihn glatt von der Mauer gefegt. Ich musste als Vorläuferkommandeur einspringen, jetzt der Vikström weg ist. Aber ich werde eine Wahl abhalten und es offiziell machen. Sobald ich die Dinge beruhigt habe. Dann wird es hier wahrlich recht in Ordnung geben und wir werden nicht mehr auf Hilfe der Ranger angewiesen sein. Was ist das Problem mit der Bewässerungsanlage? Ich weiß nicht. Vielleicht gar nichts.
Cat Preston sagte, eine Bombe der Abrisskolonne zerstörte einige Ventile. Und sie ist nun undicht, wie ein Sieb. Sie ist seit dem Angriff in den Tunneln und versucht, sie zu reparieren. Ich denke, sie versteckt sich vor dem Kampf. Schließlich ist sie eine Frau. Eigentlich würden wir gerne den Funkturm benutzen. Wir versuchen, ein Signal anzupeilen. Das habe ich mir gedacht. Ranger denken immer zuerst an sich selbst. Nun, wir haben eine Antenne auf dem Kran. Aber wenn ihr sie nutzen wollt, müsst ihr sie online bringen. Es gab einen kurzen in den Tunneln unter dem Reservoir. Sucht Kate Preston da unten. Sie beschreibt euch den Weg. Sollte sie nicht zu beschäftigt sein, Lecks zu stopfen. Als du die Tür geöffnet hast, hast du uns für McNamara gehalten. Wer ist dieser McNamara? Niemand. Den wollt ihr nicht kennen. No, kennen. Du hast ein Problem mit den Rangern? Nach unserer gemeinsamen Geschichte, verdammt richtig. Wir haben hier ein Problem mit euch. Ihr werdet hier toleriert, aber nie beliebt sein. Wer waren denn diese Clowns? Nennen sich selbst die Abrisskolonne. Dämlicher Name. Aber andererseits haben sie alle dämliche Namen. Wie diese Presslufthammer-Tussi. Sicher, wenn der Schuh passt. Du bist also der Law and Order Kandidat? Du denkst immer noch, dass die Ranger die einzigen sind, die die Gerechtigkeit in die Welt bringen können. Na, hier hast du einen anderen Gedanken. Was weißt du über diese Abrisskolonne? Ich bin überrascht, dass ihr nicht von denen gehört habt. Obwohl ihr hier das Gesetz seid. Sie sind seit circa einem Jahr hier. Einziger mobiler Schrottplatz, den ich je sah. Weiß nicht, warum sie alle plötzlich so aggressiv wurden. Sie haben ihre Waffen aufgerüstet. Wer hat einen Presslufthammer? Wie ist dieser Scheiß möglich? Ach, bin ich gerade voll aus der Betonung rausgekommen. Das hat gerade voll scheiße geklungen. Nur Zeit. Jedenfalls haben sie uns gefickt. Und zwar richtig. Sie haben nicht nur unseren Bürgermeister getötet und unseren Frühlingsbewuchs abgebrannt, aber anscheinend zerstörte eine ihrer Bomben auch unser Bewässerungssystem. Bis zur Normalität wird es wieder etwas dauern. Wann findet denn die Wahl statt, Alter? Wir werden per Handzeichen auf dem Marktplatz abstimmen, nachdem diese Abreißer erledigt sind und die Bewässerung repariert ist. Kate Preston denkt, sie ist die Favoritin. Aber ich erledige die Dinge hier. Alles, was sie kann, ist reden. Ich denke, die Leute werden die richtige Entscheidung treffen. Was weißt du über diese Jackhammer? Ich habe in meinem Leben schon eine Menge Freaks aus der Ödnis kommen sehen. Aber auch nie zuvor sah ich etwas wie sie. Ihr Arm sah aus wie ein Presslufthammer. Wie ist das möglich? Selbst Doc Warner könnte einen solchen chirurgischen Eingriff nicht in einer Million Jahren durchführen. Wer ist Dr. Warner? Unser örtlicher Knochensäger. Ich und der Doc sind bei wenigen Dingen einer Meinung, aber ich schulde ihm was, da er mein Leben rettete. Also lasse ich ihn in Ruhe. Warner hat dein Leben gerettet? Haltet euch da raus, Ranger. Das geht euch nichts an. Welche Geschichte? Sieht so aus, als würde Snake seinen neuen Rekruten nicht alles über die ruhmreichen Geschichten der Ranger sagen. Nun, dann lasst mich euch ins Bild setzen. Vor 15 Jahren seid ihr Wichser hier aufgekreuzt und habt den Hund eines weisen Jungen abgeknallt. Danach habt ihr den Jungen erschossen. Bobby, mein Neffe, hatte bloß ein Luftgewehr in der Hand, ein verdammtes Luftgewehr. Naja, danach hat Highpool den Schutz der Ranger nur akzeptiert, weil es niemand anderen gab. Aber an den sie sich wenden konnten. Jetzt gibt es jemanden, also sagt dem General, wir haben nicht vergessen. Und wir haben nicht vergeben. Wenn er nicht vorsichtig ist, liefern wir ihm auch kein Wasser mehr. Wenn man dir zuhört, könnte man glatt annehmen, dass Highpool nicht mehr zum Ranger-Territorium gehört, Alter. Nun, sind wir das? Man sollte denken, die Ranger würden den Ort, der sie größtenteils mit Wasser versorgt, besser im Auge behalten. Wenn uns die Ranger nicht mehr beschützen wollen, die Scorpions sind auch durstig. Denk dran. Was ist mit Bobby passiert? Bobby ist an einem Ort, wo die Ranger ihm nicht mehr wehtun können. Ich besuche sein Grab täglich. Genau wie das von Rex.
Ein Hund und sein Junge vereint in alle Ewigkeit. Was ist mit Rex passiert? Er ist genau da drüben beerdigt. Direkt neben Bobby. Was hältst du von Kate Preston? Sie denkt, sie hat auf alles eine Antwort. Sie denkt, sie ist klüger als alle anderen. Nun, sie hat das gleiche Problem wie ihr dreckigen Ranger. Eine ganze Menge Gerede und nur wenige Taten. Sieht so aus, als hätten wir die Abreißer schon erledigt. Nicht alle von ihnen. Und der Rest wird zurückkommen, um abzurechnen. Das wird unser Ende. Falls ihr oder die Red Scorpions sie nicht zuerst erledigt, persönlich tendiere ich dazu, die Scorpions zu fragen. Die erledigen die Dinge. Aber wenn ihr zur Abwechslung versuchen wollt, euren Job zu erledigen... Nun, sie müssen ja irgendwo ein Lager haben. Findet es und eröffnet das Feuer. Das ist schließlich, was ihr am besten könnt. Die Festung der Abrisskolonne. Auf Wiedersehen. Go on then. Remind us why we agreed to your protection. Nun, wir sind in Highpool. Und was ist das? Ein Ventil. Das nehmen wir doch mal direkt mal mit. Das werden wir gebrauchen können, denke ich mal. Nun, wir sind in Highpool. Und genau hier werden wir jetzt für diese Aufnahmesession nochmal einen kleinen Stopp machen. Diesmal gibt es keine großartige Entscheidung, die ihr treffen müsst. Alles, was diesmal meine Frage an euch ist, wie soll ich die Skillpunkte an die einzelnen Charaktere verteilen? Ich glaube, ich habe sonst niemanden mehr, der aufsteigen kann momentan, oder? Wir haben momentan niemanden, der aufsteigen kann. Aber wir haben Punkte, die wir verteilen können. Und zwar bei jedem Charakter genau einen Erfahrungspunkt, den wir auf eine bestimmte Fähigkeit verteilen können. Und ihr müsst mir einfach nur sagen, auf welchen Charakter ich den einen Erfahrungspunkt jeweils verteilen soll. Nun, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hatten heute bei der Aufnahmesession ziemlich Pech, deswegen habe ich die jetzt auch so früh wieder beendet. Ich hoffe mal, bei der nächsten Aufnahmesession wird es dann irgendwie besser. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.